Herzlich willkommen, mein lieber Zuschauer, heute zu unserem neuen Thema in Frage gestellt. Heute ist unsere Frage, sind alle Propheten sündlos, wie muslimische Freunde behaupten, wie islamische Gelehrten behaupten? Ich möchte meine Worte besonders an alle Muslime richten, insbesondere an ehrliche muslimische Freunde, die nach der Wahrheit suchen und die mutig genug sind, um Dinge in Frage zu stellen. Sind alle Propheten sündlos? Das ist eine Frage, die wir ganz kurz beantworten möchten heute. Und ich möchte heute zeigen, anhand Koranverse, dass der Koran genau das Gegenteil sagt, was muslimische Freunde sagen und was islamische Gelehrten auch beibringen. Im Arabischen heißt Al-Isma Lillah. Also das heißt, Vollkommenheit gebührt allein Gott. Und wenn allein Vollkommenheit Gott gebührt, dann dürfen wir nicht sagen, dass Propheten, die ja normale Menschen und sterbliche Menschen sind, sündlos sind. Dann stellen wir die Behauptung, dass sie Gott sind oder zumindest sie sind wie Gott. Lass uns mal ganz vorne anfangen und zwar bei unserem Stammvater Abraham. Unser Stammvater Abraham hat eine ganz wichtige Rolle im Koran und auch im Islam und auch im Christentum. Spielt er eine ganz wichtige und große Rolle. Wir finden in Sure 14, 41 schon, wo Abraham um für sich und seine Eltern und Familie um Vergebung bittet. Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen am Tag, da die Abrechnung anhebt. Das heißt, dass Abraham Vergebung nötig hatte. Und übrigens, Vergebung bekommen nur die, was getan haben, die gesündigt haben. Und da finden wir schon, dass Abraham tatsächlich Vergebung nötig hatte. Wir kommen mal zu Josef. Josef, der auch eine ganz wichtige Rolle im Islam spielt und auch im Christentum. Da finden wir schon im Alten Testament schon viel über Josef, die ganze Geschichte. Josef hat eine ganze Sure auch im Koran. In Sure 12, 53, da sagt er, und ich behaupte nicht, dass ich unschuldig sei. Da sagt Josef über sich selbst, dass er nicht unschuldig ist. Jetzt, wenn Josef sagt, ich bin nicht unschuldig, da kann keiner kommen und sagen, nein, nein, er war unschuldig. Wer hat denn jetzt recht? Josef, der Koran oder du? Einer von beiden sagt nicht die Wahrheit, beziehungsweise sagt die Wahrheit. Und jetzt finden wir, dass Josef sagt, ich behaupte niemals, dass ich unschuldig bin. Schuldig oder nicht schuldig? Sünder oder nicht Sünder? Eine Frage, mein lieber, ehrlicher Freund. Wir lassen das mal mit Abraham und Josef. Wir kommen zu den wichtigsten, angeblich Prophet, zu den wichtigsten Prophet im Islam. Mohammed. Von Mohammed werden drei Suren zeigen, dass er nicht sündlos war, dass er Sünder war. Ich beginne mal bei Sure 110. Sure 110, Vers 3. Dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Er ist wahrlich der, die Reue annimmt. Taube, also jemand, der Buße tut. Und der Vergebung. Und ich sagte vorhin, Vergebung benötigen nur die, die gesündigt haben. Und Mohammed hat ganz klar laut Sure 110, Vers 3 gesündigt. Und Gott fordert ihn sogar, um Vergebung zu beten. Sure 94, 1 bis 3. Haben wir dir nicht deine Brust geweitet, dir deine Last abgenommen, die dir schwer auf dem Rücken lag? Mein lieber Zuschauer, Mohammed hatte eine Last. Er war belastet, beladen von Sünden. Die müsste ihm abgenommen werden. Machen wir mal weiter. In Sure 48, Vers 2. Auf dass Allah dir deine Vergangene, ich finde, dass diese Stelle am deutlichsten ist. Sure 48, Vers 2. Auf dass Allah dir deine Vergangene und künftige Schuld vergebe und auf dass er seine Gnade an dir vollende und dich auf einen geraden Weg leite. Wir finden, dass Mohammed hier
Vergebung nötig hatte von seiner Schuld, die er schon getan hat und die er noch tun wird. Mein lieber Zuschauer, es kann sein, dass jemand zu dir kommen wird und sagt, nein, nein, hier bittet Mohammed um die Schuld, die er schon getan hat, als er noch nicht Prophet war. Aber hier heißt es ganz klar, künftige Sünden, künftige, die er noch tun wird, auch nein, wenn er Prophet wird, wird er sündig und dafür braucht er Vergebung. Ganz klar, Mohammed ist nicht sündlos, wie es dir beigebracht wird, mein lieber, ehrlicher Zuschauer. Und jetzt komme ich mal zu unserer Überraschung, dass der Koran nur von einem spricht, der sündlos ist, und zwar von der Geburt. Und das ist Isa. Isa, den wir Jesus nennen, der Sohn von Maria, von Mariam. Wir finden schon in Sure 19,19, dass Jesus von der Geburt her lautern ist. Lautern heißt rein. Er sagte, also in Sure 19,19, spricht der Engel zu Maria. Er sagte, du brauchst keine Angst, sagte der Engel zu Maria, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin doch der Gesandte deines Herrn. Ich bin von ihm zu dir geschickt, um dir einen lauten Jungen zu schenken. Um dir einen lauten Jungen zu schenken? Von der Geburt sind wir alle Sünder. Nur Jesus. Von der Geburt bis sein Lebensende auf der Erde war er sündlos. Und diese Wahrheit, die ich jetzt sage, bestätigt Sahih Bukhari. Ich zitiere mal, es gibt keinen Neugeborenen, der nicht bei seiner Geburt von Satan berührt wird. Es gibt keiner, der geboren wird, der normaler Mensch ist, der nicht von Satan angetastet wird, also der nicht in Versuchung geraten wird und auch sündigt. Da heißt es, und aufgrund der Berührung durch den Satan zu schreien beginnt. Jeder hat vor Satan geschrien, das heißt in Sünde gefallen. Nur, sagt er, nur der Sohn von Mariam. Und der Sohn von Mariam, da brauche ich dir nicht sagen, wer er ist. Isa, den wir auch Jesus nennen. Nur er, mein lieber Zuschauer, ist sündlos. Und jetzt komme ich zu meiner kurzen Botschaft für dich. Wem gebührt hier die Ehre? Wer hat es verdient, Prophet und der beste Prophet genannt zu werden? Aber hier geht es nicht um Beste. Hier geht es um Retter, der Sünder rettet. Und Jesus hat einmal gesagt, ein Blinden kann niemals einen Blinden führen, wie sie beide werden in eine Grube fallen. Von daher, du brauchst, mein Lieber, du brauchst einen Führer, der sehen kann, der sündlos ist, weil du und ich Sünder sind. Wir brauchen jemanden, der nicht gesündigt hat, der sündlos ist, damit er fähig ist, deine und meine Sünden zu tragen. Wenn du mich fragst, dann sage ich dir, und ist ganz klar, wenn du den Koran fragst, dann ist ganz klar gezeigt und bewiesen, dass alle gesündigt haben und Mohammed auch. Mohammed hatte Vergebung nötig und nur einer hat nicht gesündigt und das ist Isa. Wen willst du nachfolgen, mein Lieber? Mir geht's um deine Seele, die gerettet werden soll. Es geht um dich. Du brauchst Jesus, der fähig ist, deine Sünden zu tragen, der fähig ist, deine und meine Sünden auf sich zu laden, der es auch für uns genommen, der hat es bezahlt. Jesus ist der wahre Führer, der Prophet, den du brauchst, der Retter, den du brauchst, der Erlöser, den du brauchst. Und ich füge eins mehr hinzu. Der Gott ist, der hat es verdient, der ist sündlos und allein Gott gebührt die Vollkommenheit. Zum Schluss, Mohammed hatte eine Last. Mohammed hatte eine Last und Jesus hat einmal gesagt, komme zu mir, ihr Mühseligen und belastet seid und ich werde euch diese Last wegnehmen. Diese Stelle findest du in Matthäus Evangelium,
in der Bibel, im Injil, Kapitel 11, Vers 28. Du brauchst so jemand, der Sünden tragen kann. Das ist Jesus. Bis zum nächsten Mal, mein lieber Freund, dein besorgter Freund, in Frage gestellt, dem Herrn befohlen und Gottes Segen. Tschüss.